Was sagen Sie zu dem Impulsreferat, zu den Ausführungen von Professor Pfeiffer? Ja, wenn Sie mir auch eine Stunde geben, eine ganze Menge. Das ist natürlich, über Details kann man jetzt nicht reden. In vielen Dingen habe ich überhaupt nichts einzuwenden. Dass der Medienkonsum, die Mediennutzung der unterschiedlichen Medien die Erziehungssituation massiv beeinflusst, ist eigentlich gar nicht strittig. Mich interessieren aber eben, das mag unseren Ansatz vielleicht auch ein bisschen unterscheiden, Herr Pfeiffer interessiert sich für die Problemgruppen, für das Problemthema, was aus dem Risiko rausguckt. Ich bin ein bisschen zurückhaltend, was die Querrelationen angeht, was die Forschung angeht, weil man sich auch immer noch andere Faktoren denken kann, aber das will ich jetzt nicht in Frage stellen. Ich interessiere mich eigentlich mehr für das, was man mit den Sachen machen kann. Da würden wir am Ende wahrscheinlich auch keinen Dissens haben, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man die Sache vom Brauch oder vom Missbrauch her betrachtet. Und da jede Sache ihren Missbrauch sozusagen mit sich trägt, mag man das von unterschiedlichen Positionen aus auch sehen. Also mich interessieren eben, ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben gestern nochmal öffentlich darauf hingewiesen, dass wir ein Projekt machen, zusammen mit dem Justizministerium in diesem Lande, das heißt Podknast, wo jugendliche Strafgefangene ihre Situation in Videos schildern. Das ist etwas, was sozusagen den produktiven Nutzen von Videos deutlich macht, dass jemand die Gelegenheit hat, sich selbst zu besichtigen in einer Situation, wo nicht sofort jemand sagt, du bist der oder der, sondern er sieht die Bilder, die er von sich gemacht hat und verhält sich dazu. Das ist ein positives Moment, was ich dem 3-Minuten-Video zurechne. Und mich interessiert, was kann man mit den Medien so machen, dass es vernünftig ist, sich vor die Glotze zu setzen, wie man ja dann auch sofort sagt, und nicht mehr aufzuhören, ist natürlich kein Ratschlag, den ich geben würde. Herr Professor Pfeiffer hat ja am Ende mal ein paar Ratschläge aufgetan, hat gesagt, da sehe ich Möglichkeiten. Voll dabei, wenn Sie eine Situation haben, in der Sie diese neuseeländische, emphatische Situation einer Schule hätten. Aber jetzt müssen Sie natürlich auch sagen, wie machen Sie es denn in der deutschen Situation? Und wir wissen seit langem, dass die, Sie haben es erwähnt, die bildungsschwachen Haushalte Geräte stark sind. Und die Frage ist ja, wie dreht man das rum? Gebe ich dir doch gleich weiter. Wie dreht man das denn um? Jetzt haben Sie kein Mikro mehr. Wir setzen auf Aufklärung. Deswegen ist es uns so wichtig, dass wir in den Landkreisen Reutlingen und Biberach jetzt im September, Oktober einsteigen können, in den Kindergärten den Eltern bereits die Information zu geben. Ich habe hier eine Broschüre dabei, 8 Seiten, farbig, bunt gemacht, einfach zu verstehen, die wir in einer Auflage von 40.000 für die beiden Landkreise drucken. Und alle Eltern in den Kindergärten und die türkischen Eltern auf Türkisch kriegen diese Texte und werden von uns informiert. Die Erzieherinnen werden geschult, die Lehrer ebenso. Also ich bin zu Riesenveranstaltungen dann unten, um dem pädagogischen Personal dieser beiden Einrichtungen, Kindergärten und Grundschulen, das alles zu vermitteln, was wir an Erkenntnissen haben. Und Sie werden das weitergeben. Wir haben in Berlin das im kleinen Format machen können und können nachweisen, auch Eltern aus Migrationshintergrund oder Hartz-IV-Empfänger sind für Botschaften dieser Art erreichbar. Vor allem dann, wenn man ihren Kindern Nachmittag was anderes bietet, als sie vor die Röhre zu setzen. Also nur Information und sie dann in ihrer Armut hängen lassen und den Kindern nichts bieten, das reicht nicht aus. Es muss sein von Information einerseits und die Eltern unterstützen darin, dass in ihren Söhnen und Mädchen Leidenschaften für sinnvolle Inhalte wachsen können. Das ist wichtig. Aber diese Information gibt die Landesmedienanstalt ja auch aus. Es findet ja ganz viel in den Kindergärten und Schulen statt. Ja, ja, das sehe ich auch richtig. Also Ihr Kultusministerium hat mir als Plattform eine Informationsschrift gegeben, die mit einer Millionenauflage alle Eltern NRW, alle Schulkindereltern erreicht hat, wo wir unsere Forschungsergebnisse darstellen konnten. Das ist ganz toll, aber es reicht noch nicht. Es ist nur eine intellektuelle Information. Die Emotionen sind auch wichtig, die kriegt man in kleinen Gruppen besser rüber, ihnen das bewusster zu machen, um was es hier wirklich geht.
Und dass es darum geht, die Jungen abzuholen, dort, wo sie gelangweilt sind. Denn was ist der Hintergrund? Jungen sind heute von Langeweile durchtränkt und brauchen Inhalte. Und die müssen wir ihnen auf lustvolle Weise anbieten. Schulen sind der Ort, wo man die Chance dazu vermitteln sollte. Und dazu müssen wir sie richtig stark machen. Ich habe jetzt schon zum zweiten Mal bei so einer Veranstaltung von jemandem als Vorschlag gehört, den Nachmittag in den Schulen deutlich umzubauen, auszubauen, Sport, andere Angebote, wie auch immer zu machen. Ist das eigentlich was, was Sie auch mittlerweile mal ins Rennen werfen? Also ja, wir sind keine Pädagogen, das ist nicht das Gebiet, über das ich irgendwas Vernünftiges sagen könnte, außer selbsterzieherische Maßnahmen anzubieten. Aber auch dieses Thema ist natürlich ein Thema von Geld. Und wenn Sie über Medienwirtschaftspolitik reden und wenn Politik Medienwirtschaftsentwicklung großschreibt und die Entwicklung eines Standortes wie Nordrhein-Westfalen als Medienstandort propagiert und propagiert und propagiert, dann finde ich es die Kehrseite oder die positive Seite auf der anderen für ein solches Wirtschaftskonzept ist ein Bildungskonzept, das dieselbe Bedeutung hat und das heißt auch dieselben Mittel. Also man muss eine Korrelation herstellen, um die Alternativen, über die wir uns ja schnell einig werden, auch bezahlen zu können. Sonst ist es eine fruchtlose und am Ende auch Verdruss erzeugende Debatte, dass man eine Forderung nach der anderen stellt und schon beim Fordern weiß, dass sie überhaupt niemand erfüllen wird. Aber der Professor Pfeiffer weiß, woher das Geld nimmt. Erstens, wir haben ja gerade, als wir wirklich in der Krise in der Wirtschaft saßen, 50 Milliarden plötzlich aus dem Boden gestampft, weil es ums Überleben unserer Wirtschaft ging. Es geht auch ums Überleben des Standorts Deutschland, 50 Milliarden für die Schulen aus dem Boden zu stampfen. Das wäre für mich eine Selbstverständlichkeit, wenn die Politik endlich begreifen würde, dass die Krise, die ich hier beschrieben habe, der Jungen wirklich massiv bedrohlich ist und dass wir das nicht passiv lassen dürfen. Aber ich will damit nicht aufhören. Der entscheidende Punkt ist für mich ein anderer. Heute Nachmittag rede ich vor diesen Medizinern mit der Botschaft, hören wir doch auf mit dem Jammern darüber, dass die da in der Politik das nicht alles richtig machen, zu wenig gute Ideen haben. Wir selber haben doch Ideen, Zeit und Geld. Was brauchen wir? Eine Bündelung der Zeitreichen, der Ideenreichen, der Geldreichen unter einem Dach. In Hannover haben wir es genannt Bürgerstiftung Hannover. In meinem Wohnzimmer mal vor 11 Jahren entstanden. Heute haben wir mit knapp 1 Million Euro 240 Kinder- und Jugendprojekte, die alle dieses Lust-auf-Leben-Prinzip in unterschiedlichster Weise, Musik, Theater, Sport und sonst wie, für Kinder und Jugendliche an den Schulen oder im Freizeitbereich realisieren, umgesetzt. Wir haben 4,5 Millionen auf dem Kapitalkonto, 17 Millionen feste Erbschaftszusagen und es gibt inzwischen 300 nach unserem Vorbild entstandene Bürgerstiftungen. Das macht mir Mut, weil die Menschen begreifen, das patriarchalische Denken, Papa Staat wird schon machen, der Papa wird schon richten, hat ein österreichischer Song mal gesagt. Das ist Kindheitsglaube. Wir müssen begreifen, dass wir aktiv Bürger werden müssen, und uns selber kümmern, dass wir eine Schule kriegen, auf die wir stolz sind, der Nachmittagskultur auch durch die Eltern mitgeprägt wird. Und dann kann es laufen, wenn die ihre Zeit investieren in die Schule, wenn die sich engagieren, wenn die stolz auf ihre Schule entfalten. Nur der Staat allein wird es nicht bringen. Da müssen wir mehr tun. Die Schule muss begreifen, dass sie Partner braucht, die Sportvereine, die Musikschulen, Eltern, die Zeit haben, einen alten, pensionierten Schauspieler, der eine Theatergruppe aufbaut, sonst was alles. Und das Geld, das schaffen die Bürger selber, wenn sie Bürgerstiftungen gründen. Ich würde gerne noch mal wieder so auf Ihre beiden Positionsunterschiede so zu sprechen kommen. Wenn Sie mal einen Tag den Job von Professor Schneider machen dürften, was würden Sie dann anders machen? Einen Tag. Da weiß ich zu wenig wirklich über seinen Job. Ich denke, er tut ja Sinnvolles. Er hat zum Beispiel unsere Dortmund-Forschung finanziert, das will ich nicht vergessen. Mehr von demselben. Also, was ich ein bisschen problematisch fand bei beiden Reden, die ich eingangs gehört habe, war dieses immer sowohl als auch, dieses niemand wehtun wollen und immer wieder irgendwo in der farblosen Mitte bleiben. Also, pointierte, deutlichere Aussagen über das, was Medien an Tollem, Bereicherndem bedeuten und was sie an Gefahren beinhalten. Die Gefahren müssen benannt werden. Wir können die Eltern nicht in diesem Zustand der Unwissenheit lassen, zu glauben, wenn da ab 12 draufsteht, dann ist alles in Butter. Nichts ist in Butter. Man muss selber sich kümmern, ob es stimmt. Und also von daher wünsche ich mir mehr pointierte Aussagen, mehr Flagge zeigen. Das wäre Ihre Art. Entschuldigung, du hast es schon weggezogen. Ja, Professor Schneider.
Ich weiß ja auch gar nicht, was Herr Pfeiffer den Tag über tut. Außer, dass er Charts nochmal auswertet und nochmal guckt, was eigentlich an Problemen sein könnte. Ich frage mal nochmal, ja, auch ist, ich nehme das nochmal auf. Würden Sie gerne pointierter sein? Also, man muss sich auch zum sowohl als auch entscheiden. Das sollte man nicht unterschätzen. Auch der Kompromiss setzt eine Entscheidung voraus. Und diese Entscheidung heißt, es ist alles nicht ganz so eindeutig, dass die Großen und ich würde mich auch lieber wie Herr Pfeiffer hier ans Pult begeben und Ihnen aus meinem Leben das eine oder andere erzählen, was auch interessant wäre, wahrscheinlich. Aber das ist jetzt nicht mein Job. Mein Job ist in einer Situation, wobei wir übrigens die Computerseite, Computerspielseite und die Netzseite nur sehr schwach berühren bisher. Da haben wir gar keinen richtigen fundierten Auftrag der Politik dazu. Deutlich zu machen, dass es natürlich immer den Missbrauch gibt und dass man sich um die Gruppe, die gefährdet ist, sicher spezieller kümmern muss als um die, die es ohnehin können und bei denen man eigentlich gar nichts tun muss. Das ist richtig. Aber das sollte uns doch nicht den Blick dafür verschließen, dass es eben, also wir reden über das Positive im Netz eigentlich relativ wenig, höre ich kaum mal, was das passiert, weil da gibt es kein Problem, da ist niemand, der sagt, was ist das denn? Und über die negativen Dinge natürlich viel mehr, weil das Wort Sucht elektrisiert jeden, der mal einen Süchtigen oder das, was man unter Süchtigen verstehen möchte. Auch die Suchtexperten haben nicht mal eine ordentliche Definition dafür, weil sie sehr vorsichtig sind. Natürlich hat das mehr Aufmerksamkeit. Und deshalb ist Herr Pfeiffer auch in dieser Republik ein geschätzter öffentlicher Redner in dieser Frage. Er kann es sich leisten, einseitig und eindeutig zu sein. Kann ich mir leider nicht leisten. Ich muss gucken, dass die Medien, mit denen ich zu tun habe. Also, Herr Pfeiffer, vielleicht könnten wir uns darüber verständigen, dass zur Lust am Leben auch die Lust an Medien gehören könnte. Unbedingt. Ja. Also, wir machen extra Filmabende bei ZAP, wo wir uns ganz gezielt einen Spitzenfilm holen und dann im Fernsehen das anschauen. Also, überhaupt keine Frage. Spielen Sie denn auch manchmal Computerspiele? Weniger. Also, was ich spiele, ist Sudoku und am liebsten am Computer kann man das im Wettbewerb mit anderen spielen, auf Zeit und höchsten Schwierigkeitsgrad. Also, das ist ähnlich wie Computerspielen. Aber das Computerspielen, da bin ich zu langsam mit meinen Fingern, das würde ich nicht mehr schaffen. Wir haben ganz viele Lehrer hier. Und worum ich Sie zum Abschluss noch bitten würde, ob pointiert oder differenziert, aber dass Sie vielleicht, wenn Sie haben, den Lehrern, wir reden ja heute über Lernen und Leben mit Medien und Sie tragen es auch in Ihre Schulen rein, was würden Sie so als eine der obersten Maxime gerne den Pädagogen mitgeben? Dass sie dafür kämpfen müssen. Nicht nur Wissensvermittler zu sein, sondern diese Vision umzusetzen, ihre persönlichen Leidenschaften auch in die Schule bringen zu dürfen. Dann kriegen sie selber Farbe, dann ist Burnout nicht so ein großes Thema. Also hier ein anderes Lehrerinhaltskonzept zu entwickeln und die Politik unter Druck zu setzen, dass sie das leisten muss. Und sie kann das. Warum kann sie es? Wir haben ja immer weniger Schüler durch Geburtenrückgang. Wenn wir da eine Zeit lang den Kultusetat einfrieren, würde das allein schon bewirken, dass wir endlich Dinge machen könnten, wie sie in Neuseeland realisiert werden, wo die Lehrer, wie ich selber feststellen konnte, wesentlich glücklicher sind mit ihrem Job, als die bei uns, die es richtig schwer haben. Okay. Und Sie, Professor Schneider? Tja, vielleicht, dass es noch schwerer hat, dass Sie davon ausgehen, dass es keine medienfreie Zone gibt. Und was das bedeutet. Es gibt nicht die Möglichkeit, aus irgendeiner Medienentwicklung auszusteigen, ohne damit auch sich von denjenigen zu verabschieden, die in irgendeiner Weise mit dieser Entwicklung etwas zu tun haben. Also davon auszugehen, dass es eine medienpenetrierte Gesellschaft gibt und dass damit sozusagen die Grundlage gelegt ist für das, was man tun muss. Das mag dann sehr unterschiedlich sein. Ich bin kein Lehrer, ich kann da keine Ratschläge geben. Nein, das lasse ich. Aber Angebote machen Sie ja heute. Darüber reden wir ja nachher auch noch. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren.